Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher in diesen bewegten Zeiten. Ganz interessant, diese Woche in der NZZ, ist ja immerhin das Blatt vom Zürcher Freisein ursprünglich, grossen Artikel, Christoph Blocher hat recht gehabt. Es bezieht sich auf die ganze UBS-Geschichte und CS-Geschichte. Ist da gewisse Genugtuung? Naja, recht haben ist ja nichts, wenn es sich nachher nicht durchsetzt, oder? Also sind ja Sachen, die ich gesagt habe, man soll es machen. Ich habe es nicht mehr gewusst. Also der junge Journalist, der das geschrieben hat, da, wo ich persönlich eigentlich also nur vom Telefon her kenne. Und der hat mir das geschickt, Erik, das, ob das stimmt da. Eben, muss ja gleich sagen, es geht darum, Sie haben immer gesagt, man müsse die Bank, also CS, ja, aufspalten. Also oder? Es ist so, er geht sogar zurück bis auf 1990. Wo ich Mitglied war von der Schweizerischen Bankgesellschaft, das war der Vorläufer, also Mitglied vom Verwaltungsrat bin. Als Industrielle hat man mich dort geholt. Und dann haben die beschlossen, das gleich zu machen, wie Credit Suisse gemacht hat. Die sind hier in Amerika, eine Firma gekauft, oder? First Boston, oder? Und jetzt wollen wir eine internationale Bank sein. Keine Schweizer Bank, keine Schweizerische Kreditanstalt. Und die Bankgesellschaft hat keine Schweizerische Bankgesellschaft. Und die hat dann fusioniert mit dem Schweizerischen Bankverein. Und haben überall die Schweiz im Vordergrund gestellt. Wie gesagt, wir wollen zeigen, dass wir Schweizer sind. Das ist seriös, sicher. Ich erinnere mich an den Brasilianer, einen Geschäftsmann, der mal bei mir besucht war, wegen unserem Geschäft. Er sagte, er gehe am Nachmittag noch zu der Bank. Da habe ich gesagt, haben Sie denn das Geld in der Schweiz? Sagt er, ja. Sag ich, warum haben Sie jetzt das Geld in der Schweiz? Schauen Sie, wenn Sie das Geld hier anlegen, kommen Sie es in der Regel wieder zurück. In der Regel, ja. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja selbstverständlich. Ja, Sie haben keine Ahnung. Mal schauen, dass in Brasilien und Amerika hat er auch noch genannt. Das ist alles andere als sicher. Die Sicherheit, oder? Die Vertrauenswürdigkeit zählt eben. Und jetzt habe ich gesagt, geht nicht auf Amerika, weil die Bankgesellschaft hat es dann der Credit Suisse nachgemacht. Sie hat natürlich nicht gesagt, das sei der Grund. Sie haben gesagt, wir wollen jetzt eine internationale Bank sein. Da ist die Schweiz klein. Und jetzt gehen wir auf Amerika. Da habe ich gesagt, das ist so anders als Amerika. In jeder Beziehung, auch wenn das der Westen ist. Und ich habe Amerika gern. Aber es ist einfach nicht das Gleiche wie die Schweiz. Und ich habe es in Amerika in unserem Geschäft mit amerikanischen Banken. Es ist ganz eine andere Mentalität. Und die haben auch ein Wesen. Ich glaube, wir Schweizer sind dem nicht gewachsen. Dann höre ich jetzt noch, was gesagt haben, ja, also, das ist die Denkweise von einem Industriellen. Das ist entschuldigend. Wir Banker, wir wissen da, die wollen gleich sein wie da, die grossen Banken da, Morgan Stanley und wie die alle heißen, oder? Und bei den Unterlegen, ich weiß nicht, mich noch auch noch einer auf meiner Seite gsi. Es ist ja dann ausgekommen, darum hat er das auch herausgefunden. Ja, wir haben jetzt auch letzte Woche ja diskutiert in den Details. Aber Sie haben vorhin etwas Interessantes gesagt. Also man sagt ja jetzt, Sie sind ja glaube ich auch in der Sendung im Schweizer Fernsehen, beim Urs Gredig, eben, der Blocher hat recht gehabt. Und Sie sagen, ja, ich habe recht gehabt eigentlich, aber ich habe mich nicht... Ja, ist denn auch für Sie jetzt gleich eine Niederlage, oder? Ja, eine Niederlage. Ich überlege natürlich, habe ich denn da etwas falsch gemacht? Nur sagen. Aber wo hätten Sie es, wo wäre der Hebel gewesen, zum Durchsetzen? Ja, also, wir haben es ja probiert, wir haben über das Parlament. Mit den Linken zusammen sogar, wo man ja, sagen, ja. Haben, also, ich habe lange Diskussionen gehabt mit den Linken. Das ist ja selten, was die SVP mit denen ein Päckchen macht, oder? Und ich habe natürlich noch eine grosse Kritik gegen die eigene Reihe. Das heißt, jetzt machst du mit den Linken etwas, sage ich, los. Wir müssen, wenn du etwas Gutes machst, musst du notfalls auch noch mit dem Teufel gehen, oder Gott verdeckeln. Und die haben auch wollen, dass Banken verkleinert werden. Sie haben ein anderes Motiv gehabt, oder? Das war eine Löffel-Idee, ja. Ja, also ich habe immer mit dem Pardini geredet, ja. Den hatte ich in der Hand gehabt. Und
Sie hat natürlich etwas gar gegen die Banken an sich und wollen natürlich die Privatwirtschaft und den Kapitalismus abschaffen, ja, ja. Im Programm. Das ist gefährlich, oder? Aber ich habe gesagt, ja, in dem Fall deckt sich das. Wir sind dann nicht ganz einig geworden. Sie haben gesagt, wir müssen die Banken trennen, Schweizer Geschäft vom Investmentgeschäft, oder? Das Grosse, was also immer die Verluste gemacht haben. Und wir haben gesagt, Amerika muss weg. Ist sie nachher auf gleich rausgekommen. Aber Amerika haben wir nicht im Griff. Dort. Und dann haben sie gesagt, das ist rassistisch. Das können wir nicht. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen ihre Motion Investmentbanking raus, dann unterstützen wir euch. Und ihr unterstützt uns dafür mit Amerika. Ja, das war etwa 2008, ja, nach der UBS-Geschichte. Ja. Ja, doch, das ist die Lehre der Dings. Und dann sind wir in die Röte und im Nationalrat sind wir durchgekommen, weil wir nicht haben die Mehrheit gehabt. Und im Ständerat, völlig unerklärlich für mich, hat die Freisinnigen und die CVP geschlossen. Ohne grosse Diskussion, einfach Nein gesagt. Und das ist natürlich klar, weil die Banken haben das bekämpft. Vor allem Credit Suisse hat es bekämpft, dass man das aufteilt. Und das ist jetzt? Jetzt sind wir in der Soße. Und dann habe ich immer viel Zeit mir genommen mit der UBS-Leitung, mit dem Herrn Motti. Wo er jetzt ein Comeback hat, ja. Und immer gesagt, wir müssen viel strengere Vorschriften machen, wenn das wieder passiert. Und ich konnte mich dort vergewissern. Sowohl der Axel Weber wie der Morty haben gesagt, wir fahren ab, das Investmentbanking, das ist Amerika, das ist ab. Und das ist auch mein Vertrauen in den neuen Präsidenten von der UBS, der Kehler. Der ist. Kennen Sie ihn, oder? Nein, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe ihn nur gesehen am Fernsehen. Und gehört und gelesen. Aber hat mir einen guten Eindruck gemacht an dieser Pressekonferenz, wo sie bekannt haben, dass sie die Credit Suisse übernehmen müssen. Bei jeder Antwort hat er gesagt, Frage, ich sage es dann, wenn wir es wissen. Weißt du, was hat das für Folgen für die Leute? Ich sage es dann, wenn wir es wissen. Was hat das für Folgen für das? Ich sage es dann, wenn wir es wissen. Wenn die Bank aufteilt, sage es dann, wenn wir es wissen. Aber auf die Frage, was machen wir mit dem Risikogeschäft, wo die Credit Suisse eben die Verluste hat und es abgerissen hat, auch die Risikofälle, hat er gesagt, down, down. Er kann ja nicht Deutsch. Er hat gesagt, in seinen alten Tagen lehre ich nicht noch Deutsch. Aber down, down, ab. Das habe ich gesagt, jetzt da hat einer gemerkt, was er machen muss. Wo haben Sie die Pressekonferenz geschaut? Ja, links am iPhone. Nicht am Fernseher, oder? Auf dem iPhone. Nein, ich habe ja gar keinen Fernseher. Wir haben es letzte Woche kurz angetönt. Wer hat Sie jetzt in dieser Pressekonferenz überzeugt und wer weniger? Also der hat mich am meisten überzeugt. Und der Dings auch, der Jordan, hat also das gut gemacht. Und Frau Keller-Sutter hat einfach zu viel geredet, oder? Ich meine, wenn sie sagt, ich kann auch noch, also das erste Mal Englisch reden, an einer schweizerischen Konferenz, auch der Präsident hat noch Englisch geredet. Man redet ja an die Schweizer. Und an dem hat man gemerkt, sie wollen auf Amerika reden und alle auf London. Und nachher sagen, ja, wir haben viel Kontakt mit denen und dann am Schluss sagen, wir sind nicht unter Druck gestanden. Also das ist ja alles. Eben, der Druck hat ja alles schon. Ja, natürlich, ja. Vor allem, wenn man sagt, wenn man die Bank gehen lässt, reisst es nicht nur die Schweiz mit, sondern Amerika, denn die wahnsinnige Angst. Darum telefonieren wir immer mit denen, oder? Dass Amerika noch mitreisst. Und dann haben sie noch gesagt, die ganze Weltwirtschaft, die Finanzen, habe ich gesagt, das ist ja einfach wahnsinnig, dass wir eine Bank machen und uns in so eine Abhängigkeit gehen. Und wir Schweizer müssen zahlen. Wir kleine Schweiz haben so eine grosse Firma, die so gross ist, dass wenn sie schief läuft, die ganze Welt mitreißt. Das darf es einfach nicht geben. Und jetzt ist es so ein Lichtblick, weil die Freisinnigen
haben jetzt angefangen zu drehen und zu sagen, sie sagen jetzt auch für eine Abtrennung vom Schweizer, das ist ja das Trennbankensystem, Abtrennung vom Schweizer Geschäft. Nur das kann man jetzt im Moment nicht machen. Also solche Auflagen kann man jetzt der UBS nicht geben. Die können das gar nicht entscheiden, was das heisst. Ist ja gleich noch interessant politisch, oder? Sagen Sie ja eben, Sie haben es auch in der letzten Sendung gesagt, der Zürcher Filz, der Freisindfilz, Kielholz. Ja, der Zürcher, das ist eine Gruppe im Zürcher Freisind, also der Maßgebende. Der Kielholz ist der Gründer, Vater vom die Freunde der Freisind, das ist finanzierungsfähiger von den Freisinnigen mit einem grossen Einfluss. Und das ist die gleiche, die schon bei der Swissair das Sachsnebel rausgeführt haben. Und das muss man aufhören. Jetzt ist ja der Kielholz nicht mehr. Eben, operativ ist ja sehr länger nicht mehr dabei gewesen, oder? Ja, da habe Verwaltungsratssitz zwischen der Rückversicherung und der Credit Suisse hin und her geschoben. Und das sind alles da, die Figuren. Also, der Tag war mit dem Herrn Gut, mit dem Herrn Mühlemann, mit dem Herrn Wellauer, mit dem Herrn Rohner, mit dem Herrn Kielholz. Und die sind ganz stark in dem. Der Filz geht natürlich über die Bank aus. Der geht da in gesellschaftliche Kreise. Und darum, glaube ich, sind wir nicht durchgekommen im Ständerat geschlossen. Die Freisinnigen und die CVP sind dagegen gewesen, dass man das Schweizer Geschäft abspaltet, also das Trennbankensystem macht. Und jetzt haben wir wieder die Soße. Aber jetzt ist ja, wenn Sie jetzt auf den Freisinn losgehen, im Wahljahr, und man hat ja immer gesagt, die beiden bürgerlichen Parteien müssen zusammenspannen, dann wird das nicht stattfinden, das Jahr, oder? Weiß ich nicht, müsste gleich passieren. Sie müssen wählen, wenn sie mit uns gehen oder wenn sie und der SP den Sitz geben muss. Ja. Der SP hat dann den Sitz. Ich gehe gar nicht auf den Freisinn los. Ich wollte nur, dass sie sich nicht beeinflussen lassen. Und für mich ist im Mittelpunkt gestanden ein Interview vom jetzigen Präsidenten, von Herrn Burkhardt, ja. Eine Woche, bevor es dann bekannt geworden ist, dass es jetzt muss übernommen werden. Aber eine Woche vorher hat man schon gewusst, also jetzt gewackelt, Credit Suisse unglaublich. Man hätte 50 Milliarden Eigenmittel zuschieben. Also die Liquidität, sagt man dem, sicherstellen. Und dann schreibt er einen Artikel, der daraus hervorgeht, Schuld, dass der Credit Suisse so schlecht geht, das ist, weil wir uns fest auf die Schweiz zurückziehen. Das ist das Gegenteil. Der grosse Mann will in Amerika grosse Sachen machen und sich aus der Schweiz zurückziehen. Das sind ja die Amerikaner, die müssen duken und so. Das sind die Amerikaner. Die ganze amerikanische Mentalität. Und dann zieht er es weiter und sagt, ja, das würde das Ausland versteht uns nicht mehr, oder? Das ist dann so oberflächlich, das stimmt ja. Wenn du die Soße nie begisst, bist du halt drin. Und wer will denn uns verstehen in dieser Soße? Und dann zieht er es in die Neutralität hier, oder? Auch nicht mehr glaubwürdig, oder? Dann NATO-Anschluss, oder? Da sehen Sie, das ist genau. Und ich wehre mich, dass sie sich aus dem Kreis heraus begeben. Und der Kielholz hat natürlich einen grossen Einfluss gehabt. Und er ist auch ein entschiedener EU-Befürworter. Darum kommen sie nicht aus dieser Krotte raus. Und da sollten sie sich drüber wegsetzen. Jetzt, nachdem wir es nicht mehr können, verheimlichen die Sache, sind sie vorgespuren. Macht jetzt sogar gross Inserat. Wir sind für die Verselbstständigung der Bank. Ja, ist gut. Da wäre ja ein Lichtblick. Vielleicht finden wir jetzt eine Lösung miteinander. Und wenn die nicht zusammengehen in einer Listenverbindung, wenn man das aufdeckt und sagt, wir müssen doch selber Ordnung machen, dort, wo es nicht stimmt. Wir können nicht der SP sagen, ihr habt die Bank geführt. Die haben ja dort keinen Einfluss gehabt. Also müssen wir selber schauen, dass es in die Ordnung kommt, dort, wo wir Fehler haben. Und das ist eine gefährliche Verbindung war. Jetzt ist er der Schuldig. Also, ja, für ein Schlusszeichen haben wir jetzt auch, wir haben letzte Woche auch angetönt, eben Ueli Maurer, wo man plötzlich sagt, der habe ich ja noch gesagt im letzten Herbst, es geht sich alles gut mit dieser CS. Ja, gut. Also, jetzt führt plötzlich der Ueli Maurer Bank. Also, schuldig. Verantwortlich sind die, die Bank
jetzt wären die letzten 10 oder 20 Jahre rausgeführt haben, oder? Die Schuldigen, ja, ja. Wir haben ja schon mal müssen bei der Credit Suisse auch retten müssen. Wir haben Grübel, das ist ein guter Mann, oder? Also ich habe so mal gedacht, wo das gewackelt hat, wenn man nicht müsste einhalten, dann würde ich ja Grübel fragen. Weiß ich nicht, ob er mit 79 ist, ja, der glaube auch, oder ob der wird. Aber Erfahrung ist jetzt gefragt. Jetzt haben sie eine andere Lösung gesucht. Eben Herr Motti. Herr Motti, ja. Das, der steht Ihnen ja nahe eigentlich, oder? Ja, der steht mir nahe. Das ist ein ganz guter Banker und ein guter Charakter. Das ist ja mal im Vordergrund. Und hat eine riesige Erfahrung, weil der hat schon nach dem UBS-Knatsch hat der müssen die UBS auf den neuen Boden bringen. Und wenn Sie die UBS jetzt anschauen, steht die eben viel besser da als Credit Suisse, weil sie die Ausdehnung in diesem Risikogeschäft nicht gemacht hat. Also die Liaison, die Verbindung zwischen dem damaligen Präsidenten der UBS, Axel Weber, ein Deutscher, der ehemalige Notenbankpräsident, der ein Bremser war. Das ist gut bei einer Bank. Einer, der eine Gefahrensituation sieht. Und der Herr Motti, der natürlich mehr Führer ist. Das war eine ganz gute Sache. Und das wesentliche Gespräch, das ich mit dem Axel Weber hatte, hat er gesagt zu mir: Hören Sie, wir fahren das Investmentbanking runter. Also Amerika ist ja das im Wesentlichen. Aber wir, wenn das Kleinste vorkommt, wieder in dem Investmentbanking, Fall, wenn wir sie kennen und wenn Credit Suisse noch ein Auge hat, dann müssen wir es stilllegen. Da habe ich gesagt, das ist jetzt ein Vertrauen. Aber Credit Suisse hat das Gegenteil gemacht. Dort habe ich nicht so Zugang gehabt. Eben, das ist... Also, sie sind auch brutal gewesen. Also, der Mörgeli hat einmal eine Kolumne geschrieben. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Und hat kritisiert die Rechnungslegung von der Credit Suisse. Oder? Und dann hat Ueli Maurer, ist noch Präsident gewesen, musste zu mir gut, oder? Und der hat gesagt, wenn er die Kolumne... Also, Parteipräsident ist er gewesen. Ja, aber Parteipräsident. Also, noch nicht Bundesrat. Noch nicht Bundesrat, ja. Wenn er das nicht zurücknehmen, gibt es kein Geld mehr, weil die Banken haben das unterstützt. Wie viel war das ungefähr? Oh, das weiß ich nicht. Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja, die ganz bekannt ist also öffentlich bekannt. Ein paar hunderttausend Franken. Oder? Und dann der Ueli Maurer zu mir und gesagt, was machen wir denn da? Dann habe ich gesagt, geh zu ihm, das nehmen wir in Kauf. Also ja, nicht bedingt. Wenn du anfängst, jetzt die Unterstützung von der Bank an Bedingungen knüpfen, dann befehlen die uns Politik. Das kommt nicht in Frage. Wenn die nicht sehen, dass wir eine wirtschaftsfreundliche Partei sind und nicht wollen, dass einer eine Kolumne schreibt gegen sie, dann muss man verzichten. Dann müssen wir ein Jahr verzichten. Also ist kein Geld mehr von der CS? Ja, ein Jahr. Ein Jahr lang, ja. Jetzt ist ja eine grosse Diskussion auch noch im Zusammenhang ist natürlich die Boni. Also der Volkszorn ist gross, Boni müssen zurückgezahlt werden. Ja. Ist das möglich? Weiß ich nicht sicher. Das muss abgeklärt werden. Ich bin der Meinung, man muss alles schauen, dass man das machen kann. Ich weiß nicht, ob man noch folgt. Die haben ja das Geld nicht gestohlen. Eben, ja, das ist ja bewilligt worden. Das ist ja ein Skandal. Also, ich habe jetzt gestern in dieser Sendung von einem Kredit gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Zum Beispiel der Sie oder Duggen, der hat in diesen, ich glaube, 4 Jahren 238 Millionen in den Sack gesteckt. Bei einer Bank, die so runter ist, das ist ja verrückt. Eben, der Motti hat ja auch so ähnliche Summen gehabt bei der UBS. Ja, ja da weiß ja, ich nicht. Unterglaubt dort, ja. Weiß ich nicht. Aber wenn einer Erfolg hat, treten wir ja nicht darüber. Ja. Wenn jetzt 10 Milliarden Erfolg hat, dann sagt man ja gut, also. Aber wenn sie dann schlecht arbeiten, oder? Gut, sie sind jetzt schon zurückgefahren. Also, der Gottstein hat dann wesentlich weniger gehabt, aber auch noch etwa 13 oder 16 Milliarden. Millionen, oder? Ja. Millionen. Und die jetzige, also die jetzige Führung mit dem Axel Lehmann als Präsident und dem Herrn Körner,
An denen kann man am wenigsten Vorwurf machen. Die sind jetzt also noch nicht mal 2 Jahre dort. Und die müssen aufräumen. Und der Ueli Maurer hat da, noch bevor er zurückgetreten ist, hat er gesagt, also bei der Credit Suisse, die haben das Ding gemacht, eine Strategie gemacht, die Sinn macht und wo glaube ich, zum Ziel führt. Auch abbauen vom Investmentbanking. Das hat er nicht aus eigenem durchgemacht. Der Bundesrat kann ja nicht eine Bank führen. Da hat er sicher mit der Nationalbank geredet, der kann reinschauen. Und der Finma muss reinschauen. Und die haben gesagt, alles ist auf guten Wegen. Das war vielleicht auch auf guten Wegen. Wenn das nicht passiert wäre mit der Silicon Valley Bank, hätte es vielleicht überstanden. Ich weiß es nicht. Es hat aber schon Kunden, die davon gelaufen sind, vor dem Fall gehabt. Und warum hat das der Ueli Maurer überhaupt gemacht? Das ist natürlich klar, sie haben gesagt, sie haben es im Bundesrat besprochen. Also ich habe schon von anderen Bundesrat gehört, nicht von Ueli Maurer. Und der Bundesrat hat gesagt, weißt, wir haben ein Problem mit der Credit Suisse. Wenn wir jetzt sagen, das ist ein Problemfall und da müssen wir aufpassen, dann verunsichert das alle Anleger und dann kommen alle Kunden davon. Und dann tut man halt das auch ein bisschen beschönigen. Es ist nicht falsch, wie man gesagt hat, aber es ist ein positiver Trend gegeben. Und jetzt müssen wir einfach mal sehen, wir müssen eine Bankenstruktur haben, wo, wenn es schief geht, nicht die Folgen hat. Weil es kann keiner von außen sehen, wie es in so einem Unternehmen zugeht. Das gilt auch für andere. Also wenn ich jetzt würde sagen, heim, du kannst schauen, wie es bei uns zugeht, der weiß gar nicht, ob es dieser Firma gut geht oder nicht in der Zukunft. Weil alle Zahlen sind in der Ordnung. Aber wie viele Wertschriften zum Beispiel liegen in einer Bank, die überbewertet sind? Das ist ja der Silicon Valley Bank. Ist das zum Verhängnis geworden. Die haben die Obligationen zu einem zu hohen Preis drin gehabt. Völlig legal. Mhm. Aber nachdem die Kunden das Ding zurückgezogen haben, das Geld, haben die müssen zum Flüssigkeit die Obligationen verkaufen und haben nicht mehr den Wert bekommen, den sie in der Bilanz sind. Und dann ist es zusammengefallen. Ganz am Schluss noch ein Stichwort, das wir jetzt auch noch gehört haben, immer wieder Minderinitiativen. Wir haben ja eine Initiative eigentlich angenommen, ja, mit ganz, ganz grosser Mehrheit eigentlich, ja, vor etwa 10 Jahren. Ja. Hat nicht funktioniert, oder? Ja, nicht funktioniert. Natürlich hat es nicht funktioniert, weil das ist das Problem. Das Aktionariat, der Eigentümer. Ich meine, die Aktionäre von der Credit Suisse, die jetzt so viel Geld verloren haben, sind selber die schuld. Sie haben ja die Leute gewählt. Sie haben denen auch den Lohn gewährt, oder? Also die Boni und so weiter, das haben ja die gewährt, weil es im Grunde noch keine rechten Eigentümer gibt, oder? Ich sehe, vergleiche jetzt mit unserer Gesellschaft, wo eine Familie dahinter ist. Wir müssen aufpassen. Immer. Und man hat immer Angst. Wir machen Pleite. Jede Firma muss schauen, dass sie gut arbeitet. Dann wird der Unternehmer reich. Und wenn er schlecht arbeitet, wird er aber mausarm. Und die Manager haben gesagt, wenn wir ein gutes Ergebnis haben, werden wir reich. Das ist wieder ein Unternehmer. Nur, wenn es schlecht gegangen sind, sind sie nicht mehr rum gewesen. Die haben ihre Boni alles im Sack, oder? Das ist eben das Problem. Minderinitiative hat bewirkt, dass man jedes Jahr muss wählen, Verwaltungsräte und den Lohn müssen die offenlegen. Die müssen sagen, wie viel ist es im Bezug. Und anscheinend hat da niemand etwas gesagt, weil klar, wenn das natürlich ein Aktionär ist, der die 10 Aktien hat, der kann ja erstens nichts bewirken und zweitens, wenn der muss schauen muss, ob das ein guter Mann ist und ob der recht arbeitet und ob der nicht zu viel lohnt, dann lohnt sich der Aufwand nicht, oder? Und dann haben sie so grosse Aktionäre da aus dem Mittleren Osten, Saudi-Arabien und Katar.
Da weiss ich auch nicht, unter was für Bedingungen dass die da drin sind. Und die sind vielleicht auch sonnige Bezüge gewöhnt. Also sind wir gespannt. Und ganz am Schluss von dieser Sendung das Motto, das wir immer bringen vor Ostern, auch für CS gilt, nicht mehr ganz für CS, aber für die UBS gilt. Keine Angst, es geht Davos. Ja, alle Menschen haben die große Zuversicht, gibt das ganze Jahr. Keine Angst, es geht Davos. Darum haben wir hinter uns da den Osterbaum. Genau, in der Ostersendung. Genau, in der Ostersendung werden wir das versprechen. Das war Tele Blocher, eine Woche vor Ostern. Ich habe mich gefreut, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.